Herzlich willkommen bei unserer Vortragsreihe Bildung, die die Welt verändert. In dieser Folge geht es um die didaktischen Herausforderungen für globales Lernen. Das Bildungskonzept globales Lernen beschäftigt sich mit den Schlüsselfragen unserer Zeit. Das sind globale Entwicklungen, globale Krisenphänomene und ihre Herausforderungen. Globales Lernen will Wissen über diese globalen Entwicklungen verbreiten und das Verständnis für globale Zusammenhänge und auch für dahinterliegende Antriebskräfte, Strukturen und Interessen fördern. Globales Lernen sensibilisiert für das eigene Involviertsein in diese globalen Entwicklungen. Durch unser Konsumverhalten, unseren Lebensstil und Entscheidungen, die wir täglich treffen, sind wir Teil dieser globalen Entwicklungen. Globales Lernen fördert außerdem die Auseinandersetzung und kritische Reflexion von Handlungsoptionen in Bezug auf Partizipation und Mitgestaltung der Gesellschaft, auch der globalen Gesellschaft. Globales Lernen ist ein pädagogisches Konzept, das ein sehr breites inhaltliches Spektrum umfasst. Es nimmt für sich in Anspruch, dass die Inhalte in interdisziplinärer Herangehensweise erarbeitet werden. Globales Lernen bedeutet eine Horizonterweiterung von Bildung und richtet den Blick auf globale Zusammenhänge und auf die Weltgesellschaft. Das bedeutet auch, sich bewusst zu machen, dass die eigene Weltsicht, also die Interpretation von Ereignissen, Erfahrungen, von Wissen und Erkenntnissen, nur eine von vielen möglichen Weltsichten ist. Globales Lernen setzt also eine Mehrperspektivität in den Zugängen zu Bildungsinhalten voraus. Gleichzeitig geht es auch darum, eurozentristische Sichtweisen zu vermeiden, indem sie reflektiert und reduziert werden. Die ethische Orientierung von globalem Lernen ist ganz klar auf globale Gerechtigkeit gerichtet. Diese inhaltliche Breite von globalem Lernen und die Horizonterweiterung bedingen einerseits eine hohe Komplexität. Andererseits bedeutet es aber auch, dass globales Lernen kein zusätzlicher Unterrichtsstoff ist. Globales Lernen ist kein additives, hinzukommendes Themenfeld, das punktuell bearbeitet werden kann. Es ist vielmehr eine neue Perspektive, mit der Bildungsinhalte und didaktische Zugänge konzipiert werden müssen. Wie kann dies nun gelingen? Wie können Lehrkräfte und Bildungsverantwortliche diesen didaktischen Herausforderungen begegnen? Zunächst gilt es für globales Lernen, so etwas wie ein Fenster zur Welt zu öffnen und im wahrsten Sinne des Wortes die Welt draußen wahrzunehmen. Außerhalb unseres unmittelbaren Nahbereichs, außerhalb dessen, was wir in unserem Alltagsleben wahrnehmen. Und dafür gibt es zahlreiche Anknüpfungspunkte. Nehmen wir zunächst einmal das, was in jedem Kinderzimmer, in jedem Kindergarten, in jeder Schule, aber auch in öffentlichen Bibliotheken vorhanden ist oder vorhanden sein sollte. Kinder- und Jugendbücher. Es gibt zahlreiche gute Sachbücher oder auch Filme, die uns die Welten von Kindern und Jugendlichen in anderen Regionen der Welt zeigen. Sie zeigen die Unterschiede, vor allem aber auch viel Gemeinsames. Spielen, Lachen, Schulwege, Schulalltag oder Zukunftsträume von Kindern und Jugendlichen weltweit sind wichtige Themen des globalen Lernens. Kinder- und Jugendbücher von Autorinnen und Illustratorinnen aus dem globalen Süden, aber auch Filme, eröffnen neue literarische und ästhetische Erfahrungen, neue Themen und Lebenswelten. Natürlich braucht es gute Auswahlkriterien für diese Kinder- und Jugendbücher und für gute Sachbücher für globales Lernen. Globales Lernen kann auch sehr gut anhand von Alltagsprodukten aufgezeigt werden. Die Welt hat in unserem Alltagsleben bereits in vielfacher Form Einzug gehalten. Ein Blick auf den gedeckten Tisch, in die Spielzeuglade, in die Regale der Supermärkte oder in unseren Kleiderkasten genügt, um weltweite Vernetzungen aufzuzeigen. Kakao und Schokolade, Banane, Kaffee oder Reis, aber auch Textilien, das T-Shirt, der Sportschuh, die Jeans oder das Handy. Anhand all dieser Produkte lassen sich weltwirtschaftliche Zusammenhänge, der Welthandel,
Produktionsbedingungen, aber auch die Frage von Arbeitsbedingungen, von gerechter Entlohnung aufzeigen. Ebenfalls Thema sind die Gewinnung von Rohstoffen und damit verbundene ökologische Probleme. Ganz normale Alltagsprodukte ermöglichen es uns, globale Themen zu erforschen. Seit vielen Jahren gelingt es Akteuren und Akteurinnen des globalen Lernens in sehr anschaulicher Weise und in altersadäquater Form anhand von Produkten die vielfältigen Aspekte einer globalisierten Wirtschaft darzustellen, aber auch Fragen des Lebensstils und des Konsumverhaltens zu thematisieren. Globales Lernen spricht aber auch andere Themen an, die noch komplexer sind, etwa die Frage des Klimawandels, der weltweiten Armut oder der Migration. Im globalen Lernen werden Weltsichten und Weltverhältnisse thematisiert. Die zentrale Aufgabe für Lehrkräfte und Bildungsverantwortliche ist es, diese komplexen Zusammenhänge anschaulich und erfahrbar darzustellen. Wie können Lehrkräfte und Bildungsverantwortliche der inhaltlichen Breite und den didaktischen Herausforderungen von globalem Lernen nun begegnen? Ich möchte Ihnen hier zwei Möglichkeiten zur didaktischen Strukturierung von Themen des globalen Lernens vorstellen. Zum einen das Wissensnetz. Mit dem Wissensnetz haben Sie die Möglichkeit, zunächst einen Themenbereich in seiner Breite zu fassen und ihn dann zu strukturieren. Je nach Alter Ihrer Zielgruppe kann das Wissensnetz gemeinsam mit den Lernenden erstellt und strukturiert werden. Sie sehen hier ein Wissensnetz zum Thema Kleidung, wo sehr viele inhaltliche Aspekte zunächst einmal gesammelt wurden. Es geht um die Geschichte der Kleidung, es geht um Funktionen von Kleidung, es geht um die Frage von Mode und Trends, Marken und Labels. Und es geht um die Zusammenhänge von Textilindustrie, Textilproduktion, Arbeitsbedingungen, Welthandel, Weltmarkt. Gleichzeitig können wir uns beim Thema Kleidung mit den Rohstoffen beschäftigen, mit Umweltfragen, die damit in Verbindung stehen. Sie sehen hier also eine Fülle von verschiedenen Themen, die das Wissensnetz aufgreifen kann. Mit dem Clustering, das hier noch gemacht wird, können Sie breitere Themenbereiche fassen und dann entscheiden, was in Ihrem Unterricht, in Ihrem Bildungsangebot vorrangig angesprochen wird. Ein etwas komplexeres Modell zur didaktischen Strukturierung von globalem Lernen ist der sogenannte globale Würfel. Erfahrungen zeigen, dass mit diesem globalen Würfel auch Jahresschwerpunkte in Schulen oder Jahresschwerpunkte für ihren Unterricht sehr gut strukturiert werden können. Wir haben beim globalen Würfel zunächst die Ebene der Themen globaler Gerechtigkeit, die hier die Themenbereiche Interkulturalität, Ökologie, Frieden und Entwicklung umfassen. Auf der Seite sehen Sie die räumlichen Dimensionen, die bei globalem Lernen relevant sind. Themen sollen auf einer lokalen Ebene erschlossen werden. Das bedeutet, dass wir thematische Aspekte zunächst einmal in der lokalen, näheren Umgebung, aber auch im sozialen Umfeld der Lernenden ansetzen. Dann haben Sie die Möglichkeit, Themen auch in ihrer regionalen oder nationalen Komponente zu besprechen. Wichtig beim globalen Lernen ist, dass wir auf die globale Dimension kommen und die globalen und lokalen Zusammenhänge der jeweiligen Themen herausgearbeitet werden. Auf der anderen Seite sehen Sie den Bereich der Kompetenzen, wobei der globale Würfel hier ein ursprüngliches Kompetenzmodell verwendet, wo nur vier Kompetenzbereiche unterschieden werden, nämlich die fachliche Kompetenz, die Frage der Methodenkompetenz, die sozialen Kompetenzen, die es gilt zu entwickeln, und die personalen Kompetenzen. Neben der inhaltlichen Ausrichtung, die Sie mit dem globalen Würfel sehr gut strukturieren können, können Sie hier auch gut herausarbeiten, welche Kompetenzen die Lernenden entwickeln sollen, welche Kompetenzen gestärkt werden sollen. Eine wesentliche Herausforderung für globales Lernen ist es, den Umgang mit Komplexität zu lehren und zu lernen. Dabei geht es darum, Komplexität angemessen zu reduzieren, ohne
Zusammenhänge zu verlieren oder sie zu banalisieren. Der erste Schritt dazu ist natürlich eine anschauliche Darstellung globaler, komplexer Zusammenhänge. Eine Möglichkeit, wie dies gut gelingen kann, ist die Arbeit mit der Metapher des globalen Dorfes mit 100 Einwohnern. Die 100 Einwohner stellen die 100% der Weltbevölkerung dar und bieten eine gute Möglichkeit, Weltverhältnisse darzustellen. Eine gute Grundlage für diese Arbeit haben die Innsbrucker Wissenschaftler Andreas Exenberger, Josef Nussbaumer und Stefan Neuner gelegt, die ein Buch herausgegeben haben unter dem Titel Globo, eine neue Welt mit 100 Menschen. In diesem Buch zeigen sie mit dieser Metapher des Dorfes mit 100 Einwohnern sehr unterschiedliche Weltverhältnisse auf. Und sie orientieren diese Beispiele an den Sustainable Development Goals. Wir haben hier eine Möglichkeit, diese Aufstellung mit den 100 Personen der Weltbevölkerung zu machen, zum Beispiel auf einer Weltkarte oder auf Filzkontinenten. Stellen Sie mit Ihren Zielgruppen die 100 Bewohnerinnen der Welt, die 100% der Weltbevölkerung zum Beispiel in Form von Spielkegeln auf die Kontinente nach der realen Verteilung der Weltbevölkerung. Sie haben dann die Möglichkeit, mit Symbolen auch 100% des Welteinkommens aufzulegen und damit die Verhältnisse zwischen Bevölkerung und Einkommen sehr anschaulich darzustellen. Sie können mit dieser Form der Darstellung aber auch noch weitere verschiedenste Themen aufgreifen. Zum Beispiel können Sie sich die Frage stellen und anhand des Buches auch beantworten, ob es in dieser Weltbevölkerung von 100 Personen Ärzte und Ärztinnen gibt, wie hoch der Anteil der Frauen und Männer, der Kinder und der älteren Leute an der Weltbevölkerung ist. Sie können sich aber auch die Frage stellen, wie nutzen diese 100% der Weltbevölkerung Fläche, Rohstoffe, Energie und andere Ressourcen. Eine zentrale didaktische Herausforderung ist eben, Komplexität zunächst zu reduzieren, um sie dann wieder in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Zum Beispiel vom individuellen Konsumverhalten zu ökonomischen und politischen Strukturen von Produktion, Handel und Konsum zu kommen. Damit verknüpft ist die Förderung der Fähigkeit zur Abstraktion. Wenn wir Themen des globalen Lernens ansprechen, haben wir es aber nicht nur mit einer faktischen Komplexität zu tun, sondern wir agieren mit ethischen Prinzipien und es geht auch um die ethische Komplexität vieler globaler Themen und Fragestellungen. Globales Lernen will auch Räume öffnen für die Reflexion dieser ethischen Komplexität und ethischer Fragen. Ein weiteres Thema, das ich hier auch noch kurz aufgreifen möchte, ist die Lernherausforderung der Ungewissheit. Hier hat globales Lernen das Ziel, dass Menschen im Zweifel und im Nichtwissen handlungs- und entscheidungsfähig bleiben, dass Urteils- und Entscheidungskompetenzen gefördert werden. Lernarrangements des globalen Lernens müssen daher Räume eröffnen, wo wir Unsicherheiten thematisieren können, wo wir über Gefühle und Ängste wie Resignation, Ohnmacht und Orientierungslosigkeit sprechen können. Globales Lernen fordert von Ihnen als Lehrkräften und Multiplikatorinnen eine hohe pädagogische Professionalität. Einerseits im Umgang mit Werten und Einstellungen der Lernenden. Sie brauchen aber auch eine hohe pädagogische Professionalität im Umgang mit ihren eigenen Werten, Einstellungen und Haltungen. Und sie müssen Kompetenzen entwickeln, um mit Emotionalität, mit Unsicherheiten und Ungewissheiten, vielleicht auch mit Ängsten der Lernenden, umgehen zu lernen. Insgesamt erfordert globales Lernen von Ihnen eine hohe Reflexionskompetenz. Am Schluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass globales Lernen ein Bildungskonzept ist, das den Sinn für einen kreativen, experimentellen Umgang
mit gestaltbaren Entwicklungen fördert. Globale Entwicklungen sind nicht naturgegeben. Sie sind, und das ist eben die gute Nachricht, gestaltbar.